Also, du bist ja Profi in humanitärer Hilfe. Wie hat das für dich angefangen? Wie bist du da so reingekommen? Ja, das ist eigentlich ein Beruf, den ich schon immer machen wollte. Ich habe auch noch vorher nie was anderes gemacht. Also ich habe mich schon im Studium auf internationale Gesundheit und Gesundheit für Flüchtlinge konzentriert und habe Kulturwissenschaften studiert und bin dann sofort in die humanitäre Hilfe eingestiegen und mache das jetzt bereits seit 8 Jahren. Wo hast du studiert? In Heidelberg und in Uppsala in Schweden. Was war so deine Motivation dahinter? Nein, es gab nie irgendwie was anderes, was zur Debatte stand. Also für mich war das einfach immer so, ich habe gesehen, was in der Welt passiert und es hat mich immer sehr beschäftigt und ich wollte immer irgendwie helfen und ich glaube auch daran, dass jeder seinen Teil beitragen kann auf unterschiedliche Arten und Weisen und ich habe es für mich einfach so rausgesucht, dass ich möchte helfen, indem ich wirklich vor Ort bin und so meinen Beitrag dazu leiste. Du hast lange in Nigeria gearbeitet, unter anderem. Wo warst du noch so stationiert oder wo waren andere Einsatzorte? Ich war auf fast allen Kontinenten bereits. Also ich habe angefangen in Somalia, Kenia, Äthiopien, Südsudan, bin dann nach Vanuatu gegangen, also in den Pazifik. Dort gab es einen tropischen Sturm, anschließend in den Irak. Ich habe in Serbien gearbeitet während der Flüchtlingskrise, in Mosambik und dann jetzt in Nigeria. Und Afrika ist ja hier bei Plan zumindest ja ein Schwerpunktthema, ne? Wie bist du zu Plan gekommen? Ich war vorher bei einer anderen Organisation und wollte unbedingt nach Nigeria. Das war einfach so die Krise, die mich absolut interessiert hat. Die ist ja schon sehr faszinierend und habe einfach geschaut, was es so gibt. Und ich habe damals diese Stellenausschreibung gesehen und habe dann auch geguckt, was Plan so macht. Und ich hatte das Gefühl, das passt einfach absolut. Also ich war absolut davon überzeugt, was Plan macht. Und gerade im Lake Tschad ist Plan auch sehr fokussiert. Also dort fokussiert Plan sich ja auf die Bereiche Jugendbeschäftigungsmaßnahmen, Kinderschutz und Education and Emergencies, Bildungsbereich. Und das fand ich einfach total faszinierend. Und jetzt geht es am Sonntag für dich nach Mali. Wie bereitest du dich auf solche Einsätze überhaupt vor? Also ich glaube, was das Packen betrifft, bin ich schon Profi mittlerweile. Und habe schon ein gutes Gefühl dafür, was ich immer so vor Ort brauche, was man am besten so mitnimmt und einpackt. Ich weiß, dass es nicht viele Lebensmittel vor Ort geben wird. Und da bringe ich mir immer gerne meine eigenen Sachen mit, natürlich Hygieneartikel, Taschenlampe, weil natürlich auch die Stromversorgung sehr schlecht ist. Also es sind so Sachen, die hat man schon so auf der Liste und weiß ganz gut, was man einpacken muss. Und emotional vorbereiten, also ich bin einfach nur absolut gespannt. Ich freue mich riesig darauf. Angst habe ich eigentlich weniger. Ich bin super gespannt. Es ist ja vor allem eine ganz neue Nothilfe für Plan. Die Kollegen vor Ort haben das noch nie gemacht, wissen selber noch nicht, was ihnen da so bevorsteht. Und ich glaube, das ist gerade so das Spannendste. Und darauf versuche ich mich gerade vorzubereiten. Ich mache mir schon mal im Kopf einen Plan, was ich als erstes machen muss. Ja, aber überwiegend ist da ganz viel Freude und Aufregung. Wie sieht so der Plan dann aus im Praktischen? Genau, also erstmal, wie gesagt, es ist ja eine neue Nothilfe für Plan und das heißt, dass diese erste Phase der Nothilfe immer sehr chaotisch ist. Man muss sich erstmal einen Überblick verschaffen, wie ist die Lage vor Ort, was benötigen denn die Gemeinden, die betroffen sind, wer sind denn die anderen Organisationen vor Ort, in welchen Sektoren arbeiten sie, in welchen geografischen Gebieten. Dann müssen wir natürlich gucken, was ist unsere eigene Kapazität, welche Mitarbeiter haben wir, welche weiteren Mitarbeiter werden wir benötigen, wie ist die Struktur des Büros, aber auch einfach solche Sachen wie, wenn wir Hilfsgüter beschaffen wollen, wo kriegen wir die? Gibt es überhaupt einen Markt? Müssen wir die Sachen importieren? Es wird auch ganz viel darum gehen, natürlich die anderen Planbüros zu kontaktieren und um Unterstützung zu bitten, um Hilfsgelder zu bitten. Also es wird sehr chaotisch. Aber die allererste Aufgabe für mich wird eine Bedarfsanalyse sein, weil es ja einfach auch sehr wichtig ist, dass wir ein gutes Verständnis davon haben, was brauchen die Leute. Und basierend darauf können wir dann auch unseren Nothilfeplan aufbauen. Kannst du einmal kurz erklären, was ist da in Mali los? Warum musst du da hin? Warum brauchen die Leute Unterstützung? Genau, also Mali hat auch schon vor dieser Krise zu einem der ärmsten Länder der Welt gehört. Also die Infrastruktur ist sehr schwach. Es gibt immer wiederkehrende Dürren in Mali, Hungersnöte, eine sehr schlechte Wasserversorgung. Es gibt keine Gesundheitseinrichtungen.
Und jetzt kommt natürlich nochmal die Unruhe dazu. Es gibt sehr viele terroristische Gruppen vor Ort, die versuchen, ihr eigenes Territorium einzunehmen. Und dadurch kommt es zu sehr vielen Gewaltausbrüchen. Und durch diese Gewaltausbrüche und diesen Terrorismus werden die Leute gerade vertrieben. Also es gibt dieses Jahr doppelt so viele Vertriebene wie noch vor einem Jahr. Die Hälfte von ihnen sind Kinder. Viele haben alles zurückgelassen, was sie hatten. Und das war ja schon wenig, was die meisten Leute hatten. Leute können sich nicht um ihre Felder kümmern. Also es gibt keine Lebensmittel, es gibt keinen funktionierenden Markt. Das heißt, die Leute kommen auch gar nicht an Lebensmittel heran. Preise sind unglaublich in die Höhe geschossen. Und die Gemeinden, die jetzt die Vertriebenen aufgenommen haben, die sind natürlich auch am Limit ihrer Kapazitäten angekommen. Du hast gerade gesagt, du hast eigentlich gar keine Angst vor solchen Einsätzen. Aber also ich kann mir nicht vorstellen, dass es so keine gefährlichen Momente da gibt. Kannst du von so Momenten für dich erzählen? Hast du solche Momente erlebt? Ja, ich glaube, der gefährlichste Moment, den ich erlebt habe, war tatsächlich in Nigeria. Das war vor einem Jahr. Wir haben immer wieder ja von Selbstmordanschlägen gehört. Wir wussten, dass es in den Gemeinden um uns herum passiert. Wir waren damals ja als Nothilfeteam in Maiduguri stationiert. Es war ein Juni-Nachmittag. Ich bin, ich glaube, um 17 Uhr aus dem Büro nach Hause gefahren in unser Teamhaus. Und wir waren gerade in der Einfahrt und ich habe Schüsse gehört. Und ich habe gemerkt, dass irgendwie etwas anders ist als sonst. Und habe auch ganz schnell Nachrichten bekommen, dass ungefähr 100 Boko Haram, Kämpfer versuchen, die Stadt einzunehmen. Die Stadt ist ja beschützt vom nigerianischen Militär und Boko Haram-Kämpfer haben versucht, in die Stadt einzudringen, um die Stadt einzunehmen. Und es kam zu heftigen Auseinandersetzungen. Und wir saßen bei uns im Teamhaus und wir haben die Schüsse gehört, gesehen, wir haben die Bomben gehört. Und die Lage war einfach sehr gefährlich, weil viele unserer Mitarbeiter gerade auf dem Heimweg waren und viele unserer nationalen Mitarbeiter an dem Grenzgebiet leben innerhalb der Stadt, wo der Angriff stattgefunden hat und sie ja gar nicht ihr Zuhause erreichen konnten und dann in die andere Richtung rennen mussten. Wir haben viele von unseren Mitarbeitern bei uns im Gästehaus aufgenommen, also in dem Haus, in dem wir internationale Mitarbeiter leben. Und es war einfach eine sehr unübersichtliche Lage, weil wir viele Mitarbeiter gar nicht telefonisch erreichen konnten. Wir wussten nicht, wie geht es allen? Ist jemand in Gefahr? Sind alle gut irgendwie irgendwo untergebracht? Das nigerianische Militär hat dann auch die Luftwaffe dazu geholt und es gab Luftangriffe durch das nigerianische Militär. Das heißt, wir haben auch die Bomben gesehen, die geworfen worden sind. Und es war einfach absolut unübersichtlich und chaotisch, die Lage, ja. Und hattest du selbst irgendwie Angst, Opfer zu werden von solchen Angriffen? Also so komisch das klingt, ich hatte keine Angst um mich selber. Als Leiterin der Nothilfe im Nordosten Nigerias, ich hatte ein relativ großes Team von ungefähr 130 Mitarbeitern. Und in dieser Situation ist man in erster Linie um die Mitarbeiter besorgt, weil man einfach auch. Ich wusste, dass ich in dem Haus relativ sicher bin, auch wenn man natürlich die ganzen Explosionen hören konnte um die ganze Stadt herum. Aber meine erste Sorge lag einfach darin, auch zu gucken, wo sind jetzt alle Mitarbeiter, sind alle sicher untergebracht. Und das war, glaube ich, in dem Moment für mich die größte Angst, die ich hatte. Also gerade als Frau in solchen Ländern hast du bestimmte, wie schützt du dich oder fühlst du dich da gut aufgehoben in den Regionen? Ja, ich glaube manchmal schon, dass es als Frau besonders schwierig ist, weil man in vielen Ländern als Frau auch nicht keinen besonders guten Stellenwert hat. Und das gilt natürlich auch für mich als westliche Frau. Gerade auch in einer führenden Position ist es natürlich oftmals sehr schwierig, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die natürlich viel lieber einen Mann in einer Führungsposition hätten. Ich habe auch erlebt, dass ich mit Einheimischen gesprochen habe, mit einheimischen Männern, die mich aber nicht einmal angucken wollten, sondern mit meinem männlichen Kollegen dann gesprochen haben und dann meine männlichen Kollegen neben mir auf meine Fragen geantwortet haben und mich dann nicht direkt ansprechen konnten und ich auch meine Fragen nicht direkt an diese Person richten durfte als Frau. Also, in manchen Situationen wäre es leichter, ein Mann zu sein. Das denke ich schon und vor allem
Ich weiß gar nicht, vielleicht geht es da gar nicht so sehr um mich, aber um unsere nationalen Mitarbeiterinnen, die ja oft auch so eine doppelte Rolle einnehmen. Also wenn ich in diese Krisengebiete gehe, gehe ich da zu 100% als humanitäre Helferin rein und das ist dann auch meine primäre Aufgabe, auch für den gesamten Zeitraum, wenn ich da bin. Und viele meiner nationalen Kolleginnen haben mir auch oft berichtet, dass sie natürlich tagsüber in den Projektgebieten arbeiten und auch wirklich unter ganz schweren Bedingungen. Es ist unglaublich heiß, es ist staubig, sie fahren oft stundenlang auf ganz schlechten Wegen in diese Gemeinden rein, verbringen den ganzen Tag dort, kommen abends zurück. Und wenn sie dann wieder zurück sind, dann haben sie noch Familien, um die sie sich kümmern müssen. Sie haben Kinder, sie haben Ehemänner, sie haben einen Haushalt, sie haben noch diese andere Rolle, die sie nicht ablegen können, die ich ja schon ablegen kann. Und deswegen finde ich gerade die Frauen, mit denen wir arbeiten vor Ort, ich finde die absolut beeindruckend. Die leisten ganz, ganz tolle Arbeit. Hast du das Gefühl, das ist was Besonderes als Frau, humanitäre Hilfe zu leisten? Es ist oft so, wenn ich in ein Krisengebiet gehe, dass ich eine der wenigen Frauen bin unter den internationalen Mitarbeitern. Das liegt natürlich auch daran, dass viele Frauen nicht in solche Gebiete gehen möchten aufgrund der Sicherheitslage. Viele Frauen haben natürlich auch eine Familie und möchten sich daher nicht diesen Situationen aussetzen. Ja, aber wie gesagt, ich glaube, dass das wirklich überwiegend unsere nationalen Kolleginnen da wirklich eine ganz, ganz tolle Arbeit leisten als Frau. Sind humanitäre Helferinnen besonderen Risiken ausgesetzt oder anderen Gefahren in Anführungszeichen ausgesetzt als männliche Kollegen? Das glaube ich schon. Es kommt ja sehr oft zu sexuellen Übergriffen auf Frauen. Wir können uns ja oft in der Dunkelheit dann auch gar nicht mehr bewegen auf der Straße. Also sind da schon ja sehr beschränkt, auch vor Ort, haben da auch noch mal ein bisschen weniger Zugang zu ja, gewissen Dienstleistungen, einfach aufgrund der Sicherheitslage, dass wir auch das Haus oft gar nicht alleine verlassen können. Also ich glaube schon, dass Frauen da oder humanitäre Helferinnen da ganz besonderen Risiken ausgesetzt sind. Weil wir haben jetzt so auf dem negativen Aspekt rumgeritten von Frauen in der humanitären Hilfe. Frauen haben ja auch ganz viele Vorteile in der humanitären Hilfe vielleicht. Hast du da vielleicht hast du das vielleicht irgendwie mal mitgekriegt? Ein positiver Aspekt als Frau in der humanitären Hilfe war, ich habe in Nigeria ganz viel positives Feedback bekommen von unseren weiblichen Mitarbeiterinnen, die gesagt haben, die finden das unglaublich motivierend und inspirierend, eine Frau als Nothilfeleiterin zu haben, dass sie sich dadurch auch noch mehr empowered fühlen, dass sie sich besser verstanden fühlen, dass sie das auch ganz toll finden, dass eine Frau in einer Führungsposition ist. Und an meinem letzten Tag in Nigeria habe ich eine Abschiedsrunde gehabt mit dem Team. Und was ich ganz toll fand, was mir in Erinnerung geblieben ist, mir hat ein Mann aus dem Team gesagt: Katharina, in Deutschland bist du eine Frau, aber in Nigeria bist du ein Mann. Denn das, was du hier erreicht hast, das schaffen nicht mal die Männer. Und das fand ich ganz toll. Und ich finde es auch ganz toll, dass ich heute immer noch Nachrichten bekomme von meinen Mitarbeiterinnen aus Nigeria, die sagen, du hast uns einfach beigebracht, stark zu sein und dass wir als Frauen auch irgendwie reden dürfen, dass wir auch mitbestimmen dürfen. Und ich finde das unglaublich schön, wenn ich als Frau andere Frauen inspirieren und motivieren kann. Kommen wir nochmal auf Mali zurück. Das steht jetzt an. Wie lange wirst du da sein? Ich werde jetzt diesen Sonntag hinreisen und werde den ganzen August vor Ort sein. Und was erwartest du so von deinem Einsatz vor Ort? Mit welchen Herausforderungen rechnest du vielleicht? Ja, was ich erwarte oder wo ich auch so ein bisschen meine Rolle sehe, ist, dass ich meine Erfahrungen, die ich aus den anderen Krisengebieten habe, mit in das Mali-Team reinbringen kann, die ja wie gesagt noch nie eine Nothilfe durchgeführt haben und ich da hoffentlich so ein bisschen unterstützen kann. Ich glaube, die größte Herausforderung ist, dass egal wie viele Nothilfen man gesehen hat oder auch geleitet hat, man lernt gewisse Sachen, die ja immer wieder gleich ablaufen, aber jedes Land ist auch noch mal anders und jeder Kontext ist sehr anders und auch noch mal sehr speziell. Und das sind natürlich Sachen, die ich nicht kenne. Ich war noch nie in Mali. Es gibt gewisse Sachen, die man als Ausländer auch nicht sieht. Einfach von der Religion her, von der Kultur her, von der Sprache her. Das sind ja wirklich Sachen, wo mir dann unsere einheimischen Kollegen hoffentlich helfen werden. Und man sieht dann ganz oft, dass egal wie viel man gelernt hat in den ganzen Jahren,
In jeder Krise erwartet einen doch etwas ganz Neues. Und darauf muss man sich einstellen und da braucht man auf jeden Fall Unterstützung von den nationalen Kollegen. Du hast ja jetzt schon ein paar Einsätze miterlebt. Wie sieht denn so ein typischer Tag aus? Also so einen richtig typischen Tag gibt es nicht und das finde ich ja gerade so spannend. Also man nimmt sich wahrscheinlich jeden Morgen immer wieder etwas vor und dann kommt es doch ganz anders. Und das liegt ja auch daran, dass die Lage vor Ort ja oft gar nicht, man kann sie schlecht einschätzen oder es können ja jeden Tag immer wieder neue Dinge passieren. Also man nimmt sich zum Beispiel vor, zu einem Meeting zu gehen, dann gibt es vielleicht irgendwo einen Anschlag und man muss das Meeting absagen, man muss sich darum kümmern, ob die Mitarbeiter in Sicherheit sind. Hat der Anschlag irgendwelche Einwirkungen auf unsere Gemeinde, auf die Arbeit, die wir leisten? Und da muss man die ganzen Pläne über den Haufen werfen und wieder neu planen oder neu umdenken. Aber das ist gerade das Spannende. In der Regel sind die Tage natürlich sehr lang. Wir arbeiten auch die ganze Woche, also auch am Wochenende, weil natürlich die Krise am Wochenende keinen Halt macht und die Leute auch natürlich am Wochenende unsere Unterstützung benötigen und wir auch oft sehr schnell reagieren müssen. Und dadurch sind die Tage doch schon sehr lang. Es gibt aber immer so ein bisschen den Teil, den internen Teil. Also wir arbeiten natürlich sehr viel im Büro oder mit den Kollegen. Es gibt natürlich auch Tage, da fährt man fährt raus in die Gemeinden, man schaut sich die Projekte an, man spricht mit den Betroffenen. Es gibt natürlich auch sehr viele Koordinierungsmeetings und Treffen. Man trifft sich zum Beispiel mit anderen Hilfsorganisationen, um zu koordinieren. Man trifft sich mit Geldgebern, man trifft sich mit den Vereinten Nationen. Also es ist schon sehr vielfältig. Ja, man merkt auf jeden Fall, dass du schon so viel Erfahrung da hast. Aber wie gehst du da emotional mit um? Also ich glaube, dass man vor Ort viele Sachen sieht und hört und erlebt, die man sich nie hätte träumen lassen. Also leider im negativen Sinne, ne? Manchmal möchte man den Glauben an die Menschheit verlieren, weil man einfach gar nicht, man kann nicht begreifen, was für grausame Dinge passieren und vor allem auch gerade mit Kindern, mit jungen Mädchen. Und das sind Dinge, die in unserer Welt hier in Deutschland nicht existieren und die auch in meiner Vorstellungskraft nie existiert hätten, wenn ich sie nicht gesehen hätte. Ich glaube, dass man langfristig auch lernen muss, dass man nicht jedem helfen kann. Man muss lernen, seine eigene Rolle zu verstehen und wie begrenzt man auch ist in seinen Möglichkeiten, etwas zu bewirken. Ich glaube, es ist wichtig, dass man auch lernt, sich auf das Gute zu konzentrieren, dass man versucht, auf die Leute zu schauen, denen man helfen konnte. Und vielleicht nicht mit dem Herzen allzu sehr daran hängt, an den Leuten, denen man nicht helfen konnte. Denn es wird immer Menschen geben, denen wird man nicht helfen können. Es sind einfach viel zu viele. Also diese Krisen sind unglaublich überwältigend. Unsere Hilfe ist ja oft nur so ein Tropfen auf den heißen Stein. Und ja, und ich freue mich dann einfach auch immer wieder, wenn ich vielleicht auch mit einem Team arbeiten kann, was einfach unglaublich motiviert ist, was lernen möchte, was sich für ihre eigenen Leute einsetzt. Und das sind dann so die Sachen, auf die ich dann versuche, mich zu konzentrieren, um da einfach auch positiv zu bleiben. Und wie schaffst du das dann nach 4 Wochen volle Motivation, vollem Einsatz, auch so ein, kannst du für dich so einfach eine Grenze ziehen und sagen, so, ich sitze jetzt im Flugzeug, ich fahre nach Hause und Ja, ich glaube, dass es nach meiner Zeit in Nigeria besonders schwer war, weil ich ja 1,5 Jahre dort verbracht habe und auch von Anfang an der Krise dabei war und auch natürlich gesehen habe, was alles aufgebaut worden ist. Und es ist natürlich schwer, das alles zurückzulassen. Und ich spreche auch bis heute noch mit meinen Kollegen vor Ort, kriege oft Nachrichten und sie wollen einfach nur fragen, wie es geht oder einfach mal um Rat fragen. Und man hängt ja doch mit dem Herzen noch ein bisschen dran. Ich weiß jetzt, dass in Mali der Einsatz natürlich begrenzt ist. Das Schöne ist ja, dass ich in meiner Funktion hier als Teamleiterin danach auch noch anschließend weiter mit Mali zusammenarbeiten werde. Das heißt, ich weiß ja, dass ich auch weiterhin Mali unterstützen kann, natürlich in einer anderen Funktion. Aber ich würde natürlich auch gerne nach meiner Rückkehr im September auch gucken, wie ich von Deutschland aus helfen kann. Und da gibt es natürlich auch verschiedene Möglichkeiten. Dazu gehört zum Beispiel, mit unseren Geldgebern vor Ort zu sprechen, auch Informationen zum Beispiel an das Auswärtige Amt zu teilen, über die humanitäre Lage, einfach um Aufmerksamkeit zu schaffen. Und natürlich werde ich dann auch von Hamburg aus die Kollegen in Mali unterstützen, über E-Mail und über Skype. wenn du es in der Hand hättest, was würdest du dir wünschen für die humanitäre Hilfe? Was braucht ihr am meisten? Was nützt am meisten, hast du da als Gefühl? Genau, also
Ich glaube, das allererste, was wir immer möchten, ist die Aufmerksamkeit. Wir wissen, dass die Krise in Mali, und das betrifft jetzt nicht nur Mali, es ist auch eine länderübergreifende Krise und betrifft auch Burkina Faso und den Niger. Es gehört zu einer der vergessenen Krisen. Es ist nicht stark in den Medien vertreten und dementsprechend ist auch das Geldgeberinteresse sehr gering. Und ich glaube, als allerersten Schritt würde ich mir wünschen, dass einfach mehr Aufmerksamkeit geschaffen wird und Geldgeber und die internationale Gemeinde auch ein bisschen mehr auf diese Krisen gucken, die vielleicht nicht so präsent sind in den Medien. Als nächstes wünschen wir uns natürlich finanzielle Unterstützung. Das ist das, was wir am dringendsten benötigen. Ich hatte ja bereits davon gesprochen, dass wir eine Bedarfsanalyse durchführen. Wir als Plan möchten natürlich auch basierend auf Fakten arbeiten und wir möchten natürlich auch gucken, was die Leute brauchen und darauf dann auch unsere Nothilfe abzustimmen. Und das sind natürlich auch Sachen, mit denen wir an die Geldgeber herantreten werden. Was im Falle von Mali und auch Burkina Faso und Niger auch sehr wichtig sein wird, ist, es ist eine Krise, die nicht morgen beendet sein wird. Und es ist nicht eine Krise, die mit einer Spendenaktion getan sein wird. Länder wie Mali brauchen langfristige Hilfe. Wir werden natürlich jetzt in erster Linie eine Nothilfe starten. Wir würden uns aber wünschen, dass das Ganze auch in die Übergangshilfe gehen kann. Das heißt, langfristig möchten wir auch längere Projekte in Mali durchführen, die der Bevölkerung auch langfristig helfen. Und da wird es natürlich wichtig sein, dass die Geldgeber dann nach den ersten Aktionen vielleicht nicht wieder wegschauen, sondern auch dranbleiben und uns auch weiterhin dann unterstützen. Wie wichtig sind Spenden für euch? Ja, Spenden sind das A und O für unsere Arbeit. Ohne Spenden können wir unsere Arbeit nicht tun. Ich verstehe natürlich, dass viele Leute auch gerne Sachspenden geben. Das ist aber nicht das Richtige in der humanitären Hilfe. Wie bereits gesagt, wir als Plan, wir führen unsere Bedarfsanalysen durch und können somit auch ganz konkret bestimmen, was die Menschen brauchen. Und dafür brauchen wir einfach Spendengelder. Und wir brauchen Spendengelder, um unsere Arbeit durchzuführen. Und ohne Spendengelder können wir als Plan auch überhaupt nicht arbeiten.